herzlich willkommen hier auf dem Segelfluggelände Rheinstetten zu unserem neuen Video. Heute geht es um unsere Eigenbauwinde, die AFK 3. Leider werden wir uns bald von ihr verabschieden müssen, da wir gerade dabei sind, hier den ganzen Flugbetrieb auf Elektro umzurüsten. Und dazu gehört natürlich auch die Anschaffung einer Elektrowinde. Wenn euch das näher interessiert, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran und dann würde ich sagen, starten wir direkt ins Video. Die Ausgangslage war unsere uralte Winde, die ich auch noch fahren durfte. War so ein Nachkriegsmodell und die ist so langsam baufällig geworden. Und dann ging es darum, eine neue, die durch eine neue Winde zu ersetzen und noch unser Netzwerk zu nutzen. Entscheidend war, wo bekommen wir ein Fahrgestell her, das wir umbauen können. Und da hat sich dankenswerterweise ein guter Kontakt zu Daimler-Benz nach Wörth ergeben. Da haben wir dann Winde bekommen, also ein LKW, der dort ein Testfahrzeug war, in sehr gutem Zustand. Und der durfte zwar nie auf die Straße, aber vom Flugplatz war es okay. Also für uns perfekt. Und wichtig war, wie in der Ackerflieg üblich, eine kleine Mannschaft zu haben. Der Kern waren etwa 3 bis 5 Leute. Das ganze Projekt haben wir in einem Jahr durchgezogen. Das war schon eine herausragende Sache in der kurzen Zeit. Erste Aktion war, die Winde hatte 3 Achsen. Den hinteren Teil der Winde hat zu halbieren, also Schweißbrenner anschmeißen und die Winde erstmal 2 teilen. Das Führerhaus war ein Fernfahrerführerhaus im besten Zustand in den Anfängen. Also auch auf Fluglagern war gesichert da drin, top zu übernachten. Und dann gab es eine Idee auch von anderen Flugsportgruppen. Ab und zu wurde das Projekt schon mal realisiert, nur ein Motor zu benutzen. Statt ein zweiter Motor mit dem Gartenhäuschen hinten drauf. Und die Seile wurden dann durchs Führerhaus geführt. Das war die Grundidee. Eigentlich haben wir gar keine großen Schwierigkeiten gehabt, weil wir alles nämlich hemdsärmlich gelöst haben. Also in dem Jahr sind wir so vorgegangen mit viel Gespür, viel Erfahrung und viel handwerklichem Geschick und Organisationstalent. Das war das Wesentliche. Wir hatten eine grobe Vorlage und viel ist direkt am Abend aus der Situation entstanden. Frästeile, Drehteile. Und ich habe zum Beispiel den Part übernommen, ich habe für Material gesorgt, dass immer zur richtigen Zeit das richtige Material am Abend da war. Das war ganz wichtig, damit es flott voranging. War klar, die Länge reicht, um ein kleines, es war unser Mercedes, um einen Rückholwagen mit drauf zu packen. War lang genug. Dann haben wir noch eine Idee gehabt vom Gerüstbau, vom Hausgerüstbau. Material zu benutzen, um eine Auffahrrampe zu machen, ist ganz schön steil, um das Fahrzeug hoch zu befördern. Manchmal braucht man eine Hilfe von der Winde, aber grundsätzlich hat es funktioniert. Ja, also das Besondere an unserer Winde ist, dass wir nur einen Motor haben, der sowohl die Fahrachse als auch die Schleppachse antreibt. Der ist, wie das bei Frontlenkern üblich ist, unterm Fahrerhaus. Und treibt von da aus über einen Drehmomentwandler und ein normales LKW-Schaltgetriebe dann wahlweise die Schleppachse oder die Fahrachse an. Damit spart man eben Wartungsaufwand. Das heißt, man macht pro Jahr nur einen Ölwechsel, muss nur ein Ventilspiel einstellen und so weiter. Das vereinfacht die Wartung erheblich. Und außerdem hat es den Vorteil, dass man, während man die Winde zum Aufbauort fährt, schon den Motor warm fährt. Und da auch dann unter Last warm fahren kann. Eine weitere Besonderheit ist, dass wir in Fahrtrichtung schleppen. Das heißt, das Seil verläuft von den Seiltrommeln unterm Fahrerhaus durch
bis vor zu den Azimutrollen. Im Fahrerhaus selber sitzt sowohl der Fahrer, wenn die Winde auf der Straße bewegt wird, wie auch der Windenfahrer dann im Windenbetrieb auf der Beifahrerseite oder im Schulungsbetrieb Windenschüler und Windenlehrer beide im Fahrerhaus, jeder auf einem eigenen Sitz. Durch diese Anordnung haben wir eben den Vorteil eines normalen Lkw-Führerhauses. Das heißt, erstens ist es deutlich leiser als auf vielen anderen Winden. Zweitens hat man es im Winter schön warm mit Standheizung und Motor direkt unterm Fahrerhaus. Und im Sommer ist es auch angenehm kühl mit einem Dachfenster und Fenster zu beiden Seiten. Das heißt, der Windenfahrer hat es hier richtig bequem und auch noch leise. Wartungstechnisch wurde in den letzten Jahren auch sehr viel gemacht. Neben der üblichen Winterwartung wurde zum Beispiel 2019 der Motor grundüberholt von der neuen Elektronik und von den Azimutrollen, die letztes Jahr ebenfalls neu gemacht wurden, erfahrt ihr gleich noch mehr. Bis letzten Oktober war ich 2 Jahre lang Windenpate und freue mich nun, euch von unseren neuen Entwicklungen unserer Winde zu erzählen. Zur Jahrtausendwende wurde eine Neuentwicklung der Windenelektronik begonnen. Dazu gehörte einerseits die Entwicklung der Logikbauteile als auch eine Entwicklung eines Systems, welches sich ASTS nannte. Das ASTS steht für Airspeed Transmission from Sailplanes und übermittelt die Geschwindigkeitsdaten von den Flugzeugen in die Winde. Die Grundidee war einerseits, dass Fehlbedienungen des Windenfahrers von der Windenlogik abgefangen werden sollten und im zweiten Schritt der Windenfahrer über die Schleppinformationen informiert werden sollte. Aufgrund von Empfangsproblemen, ausgelöst durch die Fresnelzone über dem Flugplatz, wurden leider alle Bauteile des ASTS aus sowohl unseren Flugzeugen als auch der Winde entfernt. Lediglich die Antenne auf dem Dach als auch die Einbaustelle in der Winde sind noch zu finden. Nachdem letztes Jahr die selbstgeätzte Logikplatine defekt war, musste ich diese leider austauschen. Dafür musste ich die Windenelektronik neu überarbeiten und auf die aktuelle Situation anpassen. Seitdem sind keine Probleme mehr aufgetreten. Um mit der Startstelle zu kommunizieren, gibt es ein Windentelefon. Dieses ist in Form einer Freisprecheinrichtung ideal in den Windenfahrersitz integriert. Außerdem gibt es einen Funkempfänger, um den Flugfunk von den Flugzeugen im Luftraum zu empfangen. Diese sicherheitsrelevanten Fähigkeiten sind besonders in der Windenfahrerausbildung sehr von Nutzen. Einerseits die Windenelektronik, welche viele Fehler der Windenschüler abfängt, als auch die Freisprechkommunikation führen zur Entlastung des Windenlehrers. In unserer Winde gibt es einen Windenfahrersitz und einen Windenlehrersitz. Dies hat den Vorteil, dass wir mit doppelter Pedalerie sowohl Gas geben, bremsen und auskuppeln können, falls der Windenschüler einen Fehler macht. Ich stehe hier vor unserer Winde an den Azimutrollen, einem ziemlich wichtigen Teil von dem ganzen Aufbau. Weil man kann sich ja sehr gut vorstellen, dass wenn das Segelflugzeug startet und an dem Seil hängt, das Seil diesen Steigflug eben mitmacht und irgendeine Führung braucht, damit der Seilkanal der Winde nicht vom Seil angefräst wird. Das haben wir für eine ziemlich lange Zeit mit diesem Schrott, würde ich mal fast schon sagen, gemacht. Den haben wir dann letztes Jahr ersetzt durch was Besseres, nämlich was Selbstgebautes. Das sind die neuen Azimutrollen, die wir dann letztes Jahr in Zusammenarbeit mit dem Institut am KIT gebaut haben, die vor allem hier diese großen Platten gefräst haben. Ja, was macht dieser neue Aufbau besser? Wir haben zum einen mal größere Rollen eingebaut. Dadurch ist der Knickradius für das Seil nicht so hoch, wenn es an den Rollen läuft. Und dadurch ist eben der Verschleiß geringer. Und wir haben größere vertikale Führungsrollen. Das heißt, wenn das Seil so schräg hinkommt, dann wird der ganze Aufbau eben mitgedreht. Und wir haben noch diese oberen Anstoßrollen, falls mal das Seil sehr steil ansteht. Die kann man auch verstellen, je nach Bedarf.
Jetzt konntet ihr schon ganz viel über unsere tolle AFK3 erfahren. Wir müssen uns jetzt leider nach 35 Jahren trennen. Wenn ihr da Interesse habt oder jemand kennt, der bald eine Winde sucht, könnt ihr auf jeden Fall euch schon mal hier melden. Ansonsten werdet ihr die aber auch in den kommenden Monaten auf allen gängigen Inseratseiten finden. Ja, wie geht's jetzt für uns weiter? Ich habe schon gesagt, wir werden uns eine Elektrowinde anschaffen oder haben schon eine gekauft. Wir sind jetzt gerade dabei, das Fahrgestell zu überholen. Jetzt wird dann zum Windenhersteller gehen, der dann einen Aufbau macht. Und dann wird die hoffentlich im April, Mai zu uns kommen. Damit ist es natürlich aber nicht getan. Man braucht natürlich auch die Infrastruktur für so eine Winde. Deswegen haben wir in den letzten Wochen hier ein Kabel über den kompletten Platz gelegt und zu den Terminals. Das ist jetzt soweit abgeschlossen. Außerdem haben wir jetzt ganz neu zwei Elektro-Golfkarts angeschafft. Damit können wir zwei Verbrennerautos hier am Flugplatz ersetzen. Und wir arbeiten mit einer Genossenschaft hier in Rheinstetten zusammen. Die wird auf den Garagendächern Photovoltaikanlagen installieren. Ja, leider kann man natürlich noch nicht alles elektrisch betreiben hier am Flugplatz. Wir haben hier ja auch Motorsegler und Ultraleichtflugzeuge. Da haben wir uns im letzten Jahr dazu entschieden, den CO2-Ausstoß zu kompensieren. Da arbeiten wir auch mit einer Bürgerstiftung hier in Rheinstetten zusammen. Die pflanzt zusammen mit Schülern einer Schule Obstbäume in der Gegend, sodass natürlich auch die Schüler langfristig davon profitieren können. Und so versuchen wir einfach hier unser Bestes zu geben zum Thema Nachhaltigkeit und einfach hier mit den lokal Ansässigen zusammenzuarbeiten. Das war's mit dem heutigen Video. Wenn ihr noch irgendwelche Detailfragen zu unserer Winde habt, könnt ihr natürlich gerne einen Kommentar da lassen. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr auch gerne einen Daumen nach oben geben. Und wenn ihr generell wissen wollt, wie es weitergeht und wie der Fortschritt bei unseren anderen Projekten ist, könnt ihr auf jeden Fall ein Abo da lassen und auch in unsere anderen Videos reinschauen.